Ja, in Businessgründen, ein IT-Business in Deutschland als Unternehmer, eine GmbH und gleich mal Vollgas losstarten. Was brauche ich dazu? Was ist das Fundament? Warum dieses Video? Weil ich erst letzte Woche wieder eine Anfrage hatte von einem Unternehmer, der hat erst vor wenigen Monaten eine GmbH, die IT-Dienstleistungen und Services anbieten soll, in Deutschland gegründet, hat aber auch schon Erfahrung aus dem Ausland, sozusagen, ja, dort hat er schon mehrere Dutzend Mitarbeiter, möchte aber jetzt sozusagen hier den deutschen Markt für sich teilweise zumindest ein Scheibchen davon gewinnen, ja, und mit diversen Zielen, also fürs erste Jahr 12 Monate, meinte er, möchte erstmal 500.000, dann für den zweiten, fürs zweite Jahr dann verdreifachen und dann fürs dritte Jahr nochmal verdreifachen. Ja, also gut, das waren seine Pläne und das ist alles schön und gut. Und natürlich dann sind wir ins Gespräch gegangen und so weiter. Ich werde hier natürlich nicht die Details nennen. Ich werde so mit Sicherheit auch nicht irgendwelche Namen nennen. Ja, aber ich möchte natürlich wieder ein bisschen mal, wie immer, Erfahrungen sozusagen aus meiner täglichen Doing, meiner Beratungsdienstleistung. Mein Name ist Thomas Klein, by the way, ja, falls du mich noch nicht kennst, Experte für die Neukundengewinnung, Positionierung und Skalierung von IT-Businesses in Deutschland, aber auch mittlerweile auch in, sagen wir mal, transnational. Das heißt, häufig sind es ausländische Firmen, die in Deutschland standhaft werden wollen. Manchmal sind es aber auch inländische Firmen, die mehr ins Ausland gehen wollen und andere Konstellationen, wo ich auch schon einige Videos dafür gedreht habe. Ja, und in diesem Video soll es einfach mal darum gehen, was ist denn so das Fundament, wenn ich jetzt halt einfach ganz grüne Wiese habe. Das heißt, ich bin ja so letztendlich völlig blank, was Neukunden betrifft. Ich weiß nicht, wo finde ich Kunden, wo finde ich, ich habe noch gar keine Kunden, also ich kann letztendlich auch noch, ich habe noch gar keinen Umsatz. Ja, also komplett grün, und das ist natürlich immer sozusagen auch mitunter die härteste Herausforderung, denn desto weiter du am Anfang stehst, also noch ganz am Anfang stehst, in dem Fall ist es ja schon ein Unternehmer, aber wir reden jetzt vom deutschen Markt. Ja, also es bringt vielleicht jetzt erstmal nur bedingt was, wenn du irgendwo in Südafrika vielleicht schon mal Kunden hattest oder dort irgendwie eine Firma hast, weil vielleicht das eine mit dem anderen überhaupt nichts zu tun hat und eine deutsche Firma häufig es nicht so wirklich interessiert, wenn du Kunden hast in sehr weiter Entfernung, ja, also sagen wir jetzt mal Afrika, Asien, USA, Südamerika oder irgendwie sowas, kann in speziellen Fällen super interessant sein, aber generell gesprochen sind häufig Firmen doch sehr, sagen wir mal, gebiased mit Regionalitäten. Ja? Und das macht es immer schwieriger, aber wir wollen jetzt einfach mal im Video hören, okay, was brauchst du als Fundament? Als Fundament brauchst du unbedingt eine vernünftige Online-Präsenz. Völlig egal, was du im Ausland machst oder wenn du schon was hast im Ausland, wenn du jetzt aber auch, sagen wir mal, noch gar nichts hast, ja? In Deutschland. Also wenn du noch gar nichts hast, weder im Ausland noch im Inland, na, ist wahrscheinlich genau das Gleiche, als wenn du schon im Ausland irgendwas hast, aber im Inland eben auch noch keine Präsenz hast. Das ist ein riesiger Unterschied. Ja. Nicht nur von der Wahrnehmung her von potenziellen Kunden, Interessenten, die für dich interessant sein könnten, sondern auch von den ganzen, wie Social Media funktioniert, wie diese ganzen Plattformen funktionieren, Google, Facebook, LinkedIn und so weiter. Ja, die in verschiedenen Märkten mit verschiedenen Sprachen und verschiedenen Ländern und so weiter nochmal ganz anders funktionieren. Also ein ganz banales Beispiel, du hast eine, irgendwie 10.000, 20.000, 30.000 Euro ausgegeben für eine Google Ads Kampagne zu testen für den Dach, für den Deutschland, hast Deutschland ausgewählt, hast dort getestet, Facebook genau das gleiche und dann läuft das Ding und sagen wir mal angenommen, es läuft. Und plötzlich entscheidest du dich nach 5, 6 Monaten, ah, jetzt nehme ich noch die Schweiz dazu. Ist ja auch irgendwie deutschsprachig. Dann fängt der Algorithmus wieder, muss er wieder komplett von vorne anfangen. Ja? Also don't touch a running system in dem Fall. Und einfach nur mal als Beispiel zu iterieren, ja, das ist ein riesiger Unterschied. Ist nicht nur her von der Wahrnehmung, von den Leuten, den Menschen, mit denen du zu tun hast, die du gewinnen willst, als den Kunden, sondern auch, quasi, wie funktionieren die ganzen Plattformen da draußen, die ganzen Social-Media-Plattformen, die ganzen Algorithmen, Google und so weiter. Ist nochmal, selbst Recruiting-Plattformen funktionieren von ihren Algorithmen teilweise
von Land zu Land, von Kontinent zu Kontinent komplett anders. Ja. Muss ich jetzt nicht unbedingt ins Detail eingehen, wer irgendwie ein zweitägiges Workshop oder sowas, wenn man da jetzt eintauchen wollen würden, warum, weshalb und so weiter, aber es geht einfach um Lokalisierung. Ja. Es gibt verschiedene Begebenheiten, ja, Supply and Demand, ja, in verschiedenen Kulturbereichen, Kontinenten, Märkten und so weiter. Und da passen sich natürlich die ganzen großen Firmen alle an, ja, die, wo wir dann nutzen, um Werbung zu schalten etc. oder Recruiting zu betreiben. Also, hier nochmal ein kurzer Hinweis auf ein sehr interessantes Video von mir, das ich erst vor 3 Tagen gedreht habe. Die 2 Hauptprobleme eines jeden Unternehmers, Neukundengewinnung und Mitarbeitergewinnung, verlinke ich dir hier oben in so einer Playlist. Also einfach unbedingt mal anschauen, das ist sehr, sehr wichtig. Abwärtsspiralen, Up- und Downwärtsspiralen und so weiter. Ganz, ganz wichtig für jeden, der irgendwas machen möchte, egal was. Und auch für jeden Angestellten, by the way, fürs Verständnis, ja, mit welchem eigentlich zwei Problemen jeder Unternehmer zu kämpfen hat, also quasi jeder Arbeitgeber. Ja, dass du das auch als Arbeitnehmer verstehst. Ich bin sowieso dafür, dass flächendeckend eigentlich unsere Arbeitnehmer viel mehr sich weiterbilden sollten. Aber das ist natürlich vielleicht auch gar nicht so gewollt an meiner Stelle. Okay, also hier mal ganz konkret. Also es fragt mich jemand an für eine Zusammenarbeit, spezialisiert in einem ganz bestimmten Bereich und der sehr stark boomt. Dann haben wir gedacht, okay, hier ist eine Möglichkeit, dann sind wir ins Gespräch gegangen. Haben uns eine Strategie-Session ausgesucht, gebucht und also uns vereinbart und ich glaube eine zweite. Ja? Und das mache ich nur sehr, sehr selten. Also nochmal eine zweite Strategie-Session, da war dann auch nochmal ein CIO dabei von dem potenziellen Kunden. Und ich habe jetzt in dem Fall auch nochmal, sagen wir jetzt auch nochmal die zweite Session auch nochmal kostenlos gemacht, was nicht immer der Fall ist. Na, manchmal nehme ich dann schon irgendwie einen kleinen Overlos entgegen, aber in dem Fall war ein bisschen noch ein spezieller Fall. Und da ging es eben darum, dass erstens mal es bestand seit wenigen Wochen eine deutsche in Anführungsstrichen Webseite. Die war aber in Englisch. Die hatte kein Impressum, die war nichtssagend. Also das bisschen Englisch, was da drauf war, war komplett null vom Marketing, von der Nutzenkommunikation her. Und grafisch, also mal ansprechend, auch zero, ja, war letztendlich mehr oder weniger nutzlos. Und Social Media gab es noch gar nichts, was den deutschen Markt betrifft. Ich habe dann mal stärker recherchiert und selbst auf dem ausländischen Markt war dann so gut wie keine Social Media Präsenz vorhanden. Also die Firma, die quasi im Ausland schon tätig war irgendwie mit 20, 30, 40 Mitarbeitern, da habe ich irgendwie 2, 3 Mitarbeiter gefunden auf LinkedIn oder sowas. Also sehr, sehr, sagen wir mal, introvertiert das Ganze, das heißt also sehr im Hintergrund arbeiten das Ganze. Ja, und jetzt muss man sich sagen, okay, wenn ich jetzt die Entscheidung getroffen habe, dass ich quasi proaktiv direkt Marketing und Vertrieb machen will in einem Markt wie Deutschland, der wo letztendlich auch durchaus einer von den skeptischeren Märkten in der Welt ist, ja, also der deutsche Skeptiker, ja, dann muss ich mir natürlich da schon erstmal das Fundament legen. Ich brauche eine vernünftige Webseite, brauche vernünftige Social-Media-Präsenzen. Das muss natürlich in der Landessprache sein, logisch. Also in Englisch, klar. In Deutsch in dem Fall. Dann natürlich sowas wie Impressum und so weiter. Ne? Das ist natürlich Pflicht. Also das geht gar nicht. Und so weiter und so fort. Ja? Vielleicht eine kleine Map rein. Ja? Dann habe ich natürlich auch mal ein bisschen recherchiert, wo ist denn die GmbH registriert? Tja, in einem Wohnhaus. Ja? Also das kann man vielleicht machen, wenn man irgendwie Freelancer ist, aber wenn man eine vernünftige GmbH, eine IT-Dienstleister GmbH aufstellen möchte, dann sollte man sich schon eine Geschäftsadresse holen, ja, die vielleicht nicht ein Wohnblock ist. Ja. Also Leute schauen darauf, ja. Also ich zumindest. Und also selbst in München gibt es hier für 50, 60, 70, 80 Euro eine Geschäftsadresse.
Ja, wo, wenn man dann die auf Google Maps sucht, ja, dann hat man einfach, ist man ja, irgendwo in Schwabing oder irgendwo in Moosach oder irgendwo in Sendling. Ja, es muss ja nicht die absolute luxuriöseste Gegend sein, aber es muss eine wenn man da, dann hinschaut, muss es einfach ein vernünftiges Büro sein. Ja? Und das kann man alles sehr, sehr gut machen. Also das heißt, dieses ganze Fundament, ja, wenn das nicht steht und jetzt kommt, dann bringt der auch alles, was du machst an Cold DMC, ja, Direct Marketing, Outreach, Cold Calling und so weiter. Das kann sein, dass du dann mal Glück hast, dass du dann wirklich, wenn du schwer ackerst, Kunden an Land ziehst. Aber warum machst du es dir unnötig schwer? Ja? Denn es würden wesentlich weniger Kunden, die ins Geschäft kommen wollen, wenn sie dich recherchieren und wirklich 99% aller Personen werden dich auch irgendwie mal googeln, ja, auf LinkedIn und oder Google oder beides. Und dann eben nichts finden, ja, oder irgendwie einen Wohnblock oder eine Seite ohne Impressum oder was weiß ich. Ja. Das ist fast besser, sie finden gar nichts, bevor sie eine Seite ohne Impressum finden. Ja. Also das ist also wirklich von meinem ganzen Herzen, wenn du eine GmbH starten willst und ich würde dir immer empfehlen, das Minimum-Budget, um eine IT-Firma zu gründen, ja, schau immer, dass du 100.000 Euro mindestens zur Verfügung hast. Warum? Es ist tendenziell steigend, weil alles teurer wird. Ja? Ads werden teurer, Leute werden teurer, alles wird teurer, Miete wird teurer. Warum? Weil es ist einfach so, dass wenn ich einen Berg hochsteigen will, ja, und ich ziehe mir irgendwelche Flipflops an für 5 Euro, ja, dann komme ich vielleicht, ja, die ersten 10-20% des Berges komme ich vielleicht. Ja? Wenn aber nun mal die Apfelbäume mit den Früchten, sagen wir mal, nur am obersten 10% des Gipfels beginnen vorhanden zu sein, ja, ich muss erst mal 90% gehen, bis ich an die ersten Äpfel rankomme, ja, dann bringt mir die ersten 10-20%, also diese ganze Mühe, die ich mit den Flipflops gegangen bin, wo ich 5 Euro reingegeben habe, an Seed Money, ja, war dann, hätte ich auch gleich komplett bleiben lassen können. Hätte ich die Flipflops nehmen können und mich an den Strand setzen. Wäre gescheiter gewesen. Ja? Und wir reden hier letztendlich von einem Business, das du aufbauen möchtest, das das Potenzial hat, ja, wo in dem Fall hat er ja schon seinen Businessplan mir vorgelegt, ja, 500.000 im ersten Jahr, dreimal so viel, also 1,5 Millionen Umsatz im zweiten Jahr, ja, und dann 3 Millionen Euro Umsatz im dritten Jahr, ja, recht viel weiter voraus zu planen ist mittlerweile nicht mehr so ganz notwendig, sagen wir mal so, es verändern sich sehr viele Dinge, aber sagen wir mal, in 5 Jahren hast du dann vielleicht eine Softwarehaus mit 5 Millionen Euro Umsatz oder 6 Millionen oder irgendwie was in dem Dreh rum. Ja? Das ist gar nicht so abwegig. Ja? Und dann sind letztendlich, also ich hatte letztens ein paar Sachen, der wollte eine SaaS-Lösung verkaufen, hat so viel in die Entwicklung reingesteckt, hat er gemeint, dass er jetzt nur noch 10.000 Euro hat für Marketing. Da sage ich, ja, ist irgendwie irgendwas schief gelaufen. Du kannst nicht einen Businessplan machen für die Entwicklung und dann das Marketing einfach quasi komplett weglassen. Ja, es ist einfach Nonsens. Ja. Also wenn es ist ungefähr so, wenn ich mein ganzes Geld, meine ganze Zeit, meine ganze Energie reinstecke, ein Auto zu bauen, ja, und dann ist das Auto fertig und dann habe ich noch Geld übrig für genau 1 Liter Benzin. Ja, okay, dann steht es halt in der Garage. Ja. Also, ich meine, warum dann überhaupt erst das Auto bauen? Dann stimmt die Gesamtkalkulation einfach nicht. Ja. Also, bring immer 100.000 Euro mit. Wenn du mal einen guten, sag mal, du solltest, selbst wenn du Neo- und Offshoring machst, solltest du mindestens 1 oder 2 gute Senior-Entwickler, die koordinieren können, die auch vielsprachig sind, mehrsprachig, die Landessprache beherrschen. Ja. Das gleiche gilt, wenn du eine Firma in Frankreich aufmachen willst oder in Italien. Und die kosten dich zwischen, sagen wir mal, 7, 6, 7, 8.000 Euro, ne, einer.
Und dann bist du schon mit 100.000 Euro allein nur für Personalkosten. Also bist du mal ganz schnell dabei. Ja, also von daher, es lohnt sich, also unter 100.000 würde ich da, ja. Und ja, also es ist letztendlich, wenn du sagst, du willst im ersten Jahr 500.000 machen, dann solltest du alles, was du im Gewinn hast, wieder reinvestieren, um dann die 1,5 Millionen im zweiten Jahr auch machen zu können. Das muss dir auch klar sein. Ja? Und wenn wir jetzt mal sagen, von 500.000, die du machen willst, 100.000 Euro sind 20%. Ja? Das ist jetzt auch nicht so viel, was du sozusagen in deinem Scoping damit einkalkulierst. Ja? Da sind wir wieder bei dem Thema Margin. Da habe ich ein super Video gemacht, habe ich auch schon live geschalten hier. Hier sind nun die ganzen Sachen, wo ich erklärt habe. Wenn du das Margin Game verstanden hast, ja, dann ist das auch alles möglich. Wenn du natürlich sagst, okay, ich habe eine Marge von weniger als 10%, wird es natürlich wesentlich schwieriger. Wenn du aber eine Marge hast von 20, 30 oder mehr Prozent, ja, dann sagen wir mal, wenn du jetzt die 500.000 gemacht hast, dann kannst du sagen, okay, mir bleiben, sagen wir mal, 200.000 übrig, ja, und die reinvestiere ich natürlich dann sofort wieder, ja, um dann die 1,5 Millionen zu erreichen. Aber alles steht und fällt mit der Marge. Ja. Das ist dann auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Habe ich ein langes Video gemacht, über 20 Minuten, zieh dir das Video rein, ich verlinke es dir hier oben unten, beziehungsweise schau einfach auf die Playlists bei mir und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ja, ganz, ganz wichtig, richtige Planung und das richtige Fundament legen. Ja, keine halben Sachen machen. Das sehe ich immer wieder. Das kannst du machen, wenn du so als Freelancer vielleicht ein bisschen rum experimentieren willst, aber wenn du eine GmbH aufsetzt, ja, kostet dich allein schon die GmbH, vielleicht noch eine Holdingstruktur ran und so weiter, allein das wäre schon 5.000 Euro oder sowas, ja, in Deutschland mittlerweile. Ja. Also du musst in die GmbH dann meistens 25.000 Euro einlegen, die meisten IT-Firmen machen 50.000. Ja. So geht es ja schon mal los. Ja. Also müsst schon mal 50.000, 60.000 allein nur, um überhaupt die Firma zu gründen, als Grundstock. Ja. Und also, that's it for now. See you later, Alligator. Ja. Und vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du weiterhin möchtest, dass ich so Videos mache. Ja. Da, wo ich quasi auch ein bisschen aus meinen Erfahrungen, aus meinen Gesprächen, aus meinen Qualifizierungsgesprächen, die ich habe, weiter was ausplaudere, ja, so anonymisiert natürlich und auch sehr generalisiert, also keine wirklich Details. Und so ein paar Details, ein paar nicht. Ansonsten, wenn du mehr von mir möchtest, ja, und ich von dir natürlich, dann komm in die Strategie-Session. Ich freue mich, bis dahin, dein Thomas Klein und ciao.